Dieses Toadhaus soll uns ein paar Items geben. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario 3D Welt Folge 6. Steht an. Heute ja hoffentlich ein bisschen besser als die letzten Folgen, weil wir haben die letzten ersten zwei Level von Welt 4 gemacht und da haben wir ein bisschen zu kämpfen gehabt für ein paar Sachen. Jetzt kämpfen wir mal hier gegen ihn. Das Ganze machen wir mit Mario. Okidoki. Aus dem Weg, Gerumpelkumpel. Ja, okay. Easy. Einmal aufräumen bitte und zack. Oh, komm. Das war's schon. Jetzt kommt vielleicht noch so ein großer von denen oder so, aber nö. Gut, Mario macht mal wieder den Job. Wie kein anderer. Sehr schön. Also die Bosse bis jetzt, ganz ehrlich, nicht schwer. Also tue ich mich bei den Leveln schwerer. Oh, das Level links. Was bist du jetzt? 4-4? Dann kommt jetzt 4-3. Ne? Das ist so ein Rhythmus-Ding, ja. Gibt es noch irgendwas auf der Map? Wo geht's hier lang? Hier ist noch so. Ach, hier ist auch noch Bonus. Ja, dann machen wir mal Bonus, ne? Erstmal. Wir haben auch noch ein Level. Ah, den Firebro machen wir jetzt auf jeden Fall. Das erste versteckte Feuerbrüder, okay. Kommt da etwa noch ein anderes? Schauen wir mal. 100 Sekunden. Ja, easy. In 8 Sekunden die Feuerbrüder einfach mal abgefrühstückt. Geht weg, Pöbel. Sorry. Aber das war ja echt Billograd. Hat weniger Punkte als das Ding. Als die Gerumpelkumpel. Das führt uns zu welcher Welt? Das ist 4-5? Ein Feenhaus. Oh ja, komm, den Stempel holen wir uns auch noch. Wenn es bloß für einen Stempel ist, den holen wir uns. Ich hab da kommt vielleicht noch so Secret Welt oder so, aber ne. Da hinten ist ein Pixel-Luigi. Da am Fenster, hier. Da guck mal, ein Pixel-Luigi. Hallo. Da bekomme die blaue Fee. Gute blaue Fee, danke Fee. Sehr gut. Also der Anfang der Folge ist schon mal gut. Mit zwei Overworld-Bossen, sag ich mal. Und einem Toadhaus und ein Dinghaus. Ein, was soll ich sagen? Feenhaus. Ah, das ist die. Oh, cool. Das Geschicklichkeitshäuschen. Die heißen anders, ich weiß, aber mir fällt es gerade nicht ein. Tanz in der Wolkendisco. Ja, komm, Mario, du bist unser Mann. Wir haben eine Rhythmuswelt. Das sind, glaube ich, auch mit Kirschen. Oh, nein. Kirschenmann hat alles ein bisschen schwieriger. Ja, wir brauchen sie. So, nur für ein paar Münzen, echt. Nicht mehr für einen Stern oder so. Oh, so, da ist aber ein Stern. Uns gleich holen. Da hinten ist nämlich noch irgendwas am Leuchten. Münzen, okay. Nein. Ach ja. Ey, letzten Folgen echt nicht so mein Ding, ne?
glaube sogar die Kirsche, die Kirsche sage ich schon, die Katze. Ich glaube am Anfang, aber später werde ich mich auf jeden Fall mal drum kümmern, hier Gegner auszuschalten vorher. Ich weiß gar nicht, ob die hier noch irgendwas aktivieren außer Münzen. Mario. Ach, kein Stress, Brudi. Weil hier brauchen wir den Stern eh nicht mehr holen. Daher. Kein Stress. Gut. Zuerst mal alles sammeln hier auf der Stufe, oder vor der Stufe. Ich weiß nicht, ob man da noch höher kann. Wenn ja, machen wir das auf jeden Fall nochmal anschließend. Okay, da ist der Stempel. Uhuhuhu. Alter, 5 Marios, ne? Nur zur Info, 5 Marios. Ne, wild die Rasselbande, ich sag euch. Nein! Oh. Warum rutsch ich da? Warum? Warum ich gerade gemacht habe, es war nicht vernünftig. Es war nur Quatsch, ne? Dann haben wir einen Stempel und einen Stern. Uns fehlen auf jeden Fall 2 Sterne. Wahrscheinlich davon ausgehen kann, obala. Dass wir jetzt hier dann gleich noch zumindest einen Stern kriegen. Jo. Was tun wir? Jo, moin. Das Level als einzelner Mario? Nicht so geil, ha? Überhaupt schaffbar? Ich glaube nicht, ne? Ne. Ja, geil. Dann bringen wir es jetzt zu Ende und ich hole die 2, 3 Sterne, die dann noch anstehen. Ich bin so doof, Alter. Was ist los? Nur Witz. Mann! So, jetzt haben wir zumindest hier mal noch eine Kirsche. Können wir die Aufgabe vielleicht zumindest mit 2 Marios besser schaffen? Ich denke ja. Ja, guck mal. Schnell wir sind. Und das ist Stern Nummer 2, okay. Wird der letzte Stern, denke ich mal, auf diesem Rutschding am Ende sein. Sorry, Mario, kommt. Nein! Ey, ich stell mich an, das gibt's doch nicht. Nee, das ist der goldene Tanuki, vergiss es. Den will ich nicht. Ich will nicht die goldene Tanuki als Hilfe. Das kannst du knicken. Wir haben jetzt alle Sterne. Das heißt, wir können uns an den Feuerbrowser vorne jetzt gleich.
Aber wohl vorbei ist schwierig zu sagen, ne? Wir brauchen auf jeden Fall beide Marios bis dahin. Genau so brauchen wir die. Beide Marios am Start. Ja. Ja. Oh, alles geschafft, sehr gut. Dann kriegen wir sogar mal ein One-Up noch geschenkt. Oh, wunderbar. Ja, die Fahnenstange ist mir jetzt wurscht. Die hole ich dann irgendwann mal nachher rein. Mama. Alter. Hat ein vorhandenes Level. Und so früh gleich eine Aufnahme. Oh. Ey. Und wir bekommen eine Double Cherry. Ich glaube, damit haben wir ein paar der vorhandenes Level jetzt schon mal hinter uns. Bis jetzt. Muss ich ehrlich sagen. Das Level. Das ist ein Automat, sehr gut. Da holen wir uns dann gleich mal ein paar Leben. Und Andi, was mir jetzt vorne aufgefallen ist, es nennt sich Rätselhaus. Was mir nicht eingefallen ist, so, muss man sagen. Zack, rein da. Holen wir uns mal ein bisschen. Sehr gut, zwei Leben. Bin also sehr zufrieden. Das ist Pixluigi, hey, Pixluigi. Ja, muss er mal aufpassen. Fällt auch in den vorigen Folgen nochmal zurückspulen und gucken, ob er hier und da einen Pixluigi entdeckt. Sehr schön. Oh. Hätte ich ein Kinderspiel. Wortwörtlich. Ich schaff die locker, Paul. Wie mich auch. Nein. Abenteuer im Trampolinberg. Warte mal. Peach. Machen wir einfach mal Peach. Oh, wieder die klassische Musik. Ninja Warrior, Pilzkönigreich, nein, Feenland. Null. Aber Knebels. Sehr schön. Kein Item? Also keine Verwandlung? Nein. Es hätte vielleicht ein Item geben können, ne? Egal. Ich glaube, du brauchst doch einfach kein Item. Ist ja nicht zwingend, ne? Achso, man kann einfach durch die Dinger durchspringen, sehr gut. Na guck mal, so könnte man auch ein Pixluigi vielleicht finden. Danke, Stern Nummer Uno. In Dank. Ja, die Pilze hier, die haben schon so ein bisschen New Super Mario Bros. Vibes. Sehr gut. Die heutige Folge, ne, irgendwie so. Die letzte Folge war ja auch schon hier und da ein bisschen, ne. Aber heute ist echt, boah. Ich wusste ja, worauf ich mich einlasse, ja, aber dass es dann doch so schwer wird. Na, hätte ich den ausschalten können, naja. Feuerprinzessin, haha. Ja, die Verwandlung hätte ich vorhin gebraucht bei den 8 roten Münzen. Na gut.
geht's eigentlich da drüben? Weil, was ist hier? Ne, oder hier? Wo waren das? Die Plattform nach links und rechts zeigt. Hier, ne? Ah, wahrscheinlich woanders. Von woanders. Okay, ein Rätselblock. Uah, letzte Sekunde. Sehr gut. Ah, wir haben einen schon vergessen. Ich weiß auch schon halt, wo er ist. Das sind halt wirklich die zwei Links- und Rechts-Dinger. Okay, da ist der Stempel. Nein, Stempel! Wir müssen das Level eh nochmal machen, trotzdem. Ey, ey, ey. Trotzdem nervig. Guck mal, ich wurde hier hingezogen, ne? Ich wurde da gerade hingezogen. Also das, was ich letzte Woche gesagt habe, stimmt, ey. Du wirst ja echt mit oder weniger da reingezogen. Okay. So, da ist jetzt ein Stern gefehlt und der Stempel. Wobei der Stempel jetzt nicht das Problem ist. Na gut, dann machen wir das gleich nochmal. Dann sehen wir uns entweder im Rätselhaus oder am anderen Level nochmal. Wir schauen mal. Das ist echt schwierig, Nintendo, von euch, die Stelle. So, damit haben wir auch den zweiten Stern. Muss halt wirklich so ein Ding mitnehmen, ne? Von zuvor, sage ich jetzt mal. So, jetzt geht's dann hier rein. Und noch einmal kurz den Stempel holen. Den kann man ja auch ganz easy eigentlich holen, indem man hier einfach mit der Stampfertappe ein bisschen arbeitet. Und dem Gleiten vom Peach. Oder auch nicht, ja gut. Damit haben wir auch den Stern. Sehr gut. Ja, den Stern sage ich schon, den... Ja, gut. War das auch? Ah, ging doch. Sehr schön. Ah, das mit dem Trampolin war echt fies. Und ein One-Up-Pilz. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann machen wir mal das hier. Da geht's rüber zum Rätselhaus. Gerne, gerne. Aber das mal dann doch vielleicht lieber mit Mario. 10 Sternchen, eieiei. Nehmen wir das eine, haben wir schon mit Mario gemacht. Das machen wir gleich mit Peach. Mit 4 Rätselhaus. Sehr gut. Ja, easy. Das war 2, hoppala. Entschuldigung, 2 von 10. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr schön. Gut, mit dem Longjump könnte man es auch regeln, aber Peach Schwebefähigkeit. Die hilft mir jetzt schon enorm. Muss ich sagen, die hilft mir jetzt schon enorm. Gut, Hälfte Hammer.
gut. Oh, da hast du noch Speed drauf am NA, das ist fies. Sehr schön. Perfekt in die Box. Box drin. Autsch. Dann mal. Schnell die Blume holen. Jo, sind wir zumindest groß. Jetzt haben wir schon mal. Sieben, sagen wir, nein, acht, neun. Neun von denen und zehn. Ja, yes. Also mit Peach, easy. Ganz ehrlich. Schaut ein bisschen aus wie ein Brautkleid. Peach? Was willst du uns damit sagen? Die Rätselhäuser bis jetzt first tried, Alter. Und 103 Sterne, sehr gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Genau, das haben wir ja schon abgeschlossen. Also geht es da weiter. Machen wir noch Welt 4, 5, ja. Folge ist, glaube ich, sonst sehr kurz. Weil wir doch noch ein paar Cuts drin haben. Ja, komm, jetzt machen wir Peach. Komm, Peach. Fähigkeiten jetzt hier in der Welt ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Geh weg. So eine schöne Welt mit den Ruinen. Das erinnert mich so dermaßen an Toads Treasure Tracker. Gut, da haben sie halt viele Arten, sag ich mal, der Level auch übernommen. Das ist eine Mieze, okay. Mit der könnten wir jetzt hier und da ein bisschen was überspringen. Wird halt da hochklettern. So, haben wir einen Stempel. Okay, einen Stempel hätten wir damit holen können. Sehr schön, dann schauen wir mal in die Röhre rein. Okay, dann machen wir was ganz Einfaches jetzt. Auch wenn es zu billig ist, ich weiß. Aber wir holen uns erstmal Ruhe rein. Ganz einfach. So. Man muss auch klug agieren, ne? Ganz gechillt. Ersten Stern geholt? Ja. Ich hoffe doch. Sonst wüsste ich jetzt nicht, wo wir den dritten. Wir haben den zweiten herhaben sollten. Den ersten vergessen haben. So. Schön, wir brauchen ja zwei jetzt die Galumbas. Wir brauchen nur zwei Hits. Ja, war klar. Haben wir jetzt was gebracht? Genau, nix. Ich glaube, die Katze brauchst du sogar für irgendeinen Stern, ne? Ich glaube. Ich gebe sie einfach so her. Wir können nicht über Kanten gehen, Leute. Ist aber sehr enttäuscht. Uiuiui. Uiuiui. Chillt, Leute. Natürlich mache ich es dann, bevor ich das clear. Ist klar. Ne Bimmel. Yes. Hier. Hier ist doch irgendwas, oder? Das kann nur ein Stern sein, oder? Ja. Nummer 2. Gut, wir haben noch nichts verpasst. Sehr gut. Einfach mal todesmutig da runterspringen. Und einfach mal sinnlos die Katze wieder hergeben. Wunderbar.
Okay, langsam ist von der Zeit auch knapp. Ja, das ist der letzte Stern. Sehr schön, Ehre. Sehr gut. Mehr schlecht als recht, aber heute mal wieder ein Level, ne? Ohne Gekatte. Das muss auch mal sein, ja? Mal wieder richtig hinsetzen. Ich brauche, glaube ich, einen anderen Stuhl noch fürs Zocken, hey. Dann müsst ihr wahrscheinlich einfach mal zwischendurch aufstehen. Aber gut. Sehr cool. Da haben wir ein Schloss und das darf dann das nächste Mal Toad machen. Würde ich sagen. Genau, weil sonst haben wir die Folge. Ne, die Folge nicht, aber. Ja, ne, ich brauche jetzt einen kleinen Break, würde ich sagen. Wir fangen dann furios an nächste Folge. Genau, wir fangen nächste Folge einfach furios an. Cliffhanger, haha. Deswegen vielen lieben Dank fürs dabei sein. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen dicken Daumen nach oben da, einen Kommentar, wenn es was zu sagen gibt. Und dann bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.